Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. So, ja, euer Mesul ist immer noch krank. Aber ich hab Bock. So, wie ihr seht, habe ich Reflexe, technische Fähigkeit, Coolness und Intelligenz von Anfang an so ein bisschen gesteigert. Konstitution war irgendwas mit ja, körperliche Kraft und dein Durchhaltevermögen. Ein erhöhter Wert verbessert dein Können mit Schrotflinten, leichten Maschinengewehren und stumpfen Waffen. Außerdem ermöglicht deine Konstitution es dir, manche Türen gewaltsam zu öffnen, Geschütztürme abzureißen und einschüchternde oder Solo-Dialog-Option auszuwählen. Interessiert mich überhaupt nicht. Deswegen habe ich da nichts reingenommen. So. Und wenn wir nochmal gucken, kann ich hier auch nichts nehmen. Ups. Da, R2. So, was haben wir hier? Reflexe. Schaltet Nova neue Möglichkeiten frei aus, Fahrzeugen auszusteigen. Herausspringen, zweimal schnell Kreis drücken. Herausrutschen, bei hoher Geschwindigkeit Kreis gedrückt halten. Du kannst bei diesen Stunts deine Waffen ziehen und schießen. Beim Fahren kein Abzug wegen Streuung durch deine Bewegung. Finde ich jetzt eher nicht so geil. Blitzschnell. Je schneller du dich bewegst, desto schwerer ist es für Gegner, auf dich zu schießen. Der Effekt wird verbessert, wenn du stürmst, ausweichst, rutschst, sprintest oder springst. Ja, nö. Kriegssucht. Plus 5% sofortiges Aufladen für Gesundheitsitems und Granaten nach Neutralisieren eines Gegners. Das finde ich schon mal gut. Coolness. Ermöglicht es dir, Sandevistan zu benutzen und beim Fahren die Zeit zu verlangsamen. Ermöglicht die Benutzung von Kerenzikow beim gleichzeitigen Zielen und Ziehen der Handbremse. Plus 25% Waffenschaden, wenn dein Fahrzeug driftet oder sich in der Luft befindet. Ja. Irgendwie cool, aber ich glaube, das passiert nicht so oft, ne? Auf Katzenpfoten. Beim Ducken 15% Bewegungstempo, 15% Chance auf Schadensminimierung. Schadensminimierung verleiht eine gewisse Chance, erlittenen Schaden, um die Höhe der Schadensminimierung zu verringern. Standardmäßig 50%. Hä? Killerinstinkt. 25% Schaden mit Messern, Äxten und schallgedämpften Feuerwaffen außerhalb des Kampfes. Außerdem wird dir eine Vorschau auf den vermutlichen Schaden angezeigt. Das finde ich gut. Messern, Äxten, schallgedämpft finde ich gut, ne? Ups. Coolness fördert, ne? Ja. So, dann haben wir hier Auge am Himmel. Hebt automatische Zugangspunkte und Kameras in der Nähe hervor. Wenn sie über Kameras hochgeladen werden, gilt für Statuskontrolle und Stealth-Quick-Hacks sowie den Ablenkungsmanöver. Optimierung, 35% Speicherregeneration. Was ist denn das? Car-Hacking schaltet Fahrzeug-Quick-Hacks frei, so dass du aus der Entfernung die Kontrolle übernehmen, Alarmanlagen auslösen oder sogar Fahrzeuge in die Luft jagen kannst. Die Verfügbarkeit einzelner Quick-Hacks hängt von der Kategorie deines installierten Cyberdecks ab. Aha. Ja, Konstitution, ne? Ich glaube, ich nehme hier das Silence. Finde ich gut. Oh, guck mal hier. Da kriegst du noch andere Sachen frei. Nachrichtensperre. Ein Treffer gegen einen Gegner, der dich gerade entdeckt hat, verzögert die Entdeckung durch andere Gegner in der Nähe. 10% Bewegungstempo nach Neutralisieren eines Gegners, während du unbemerkt bist. Dauert 30 Sekunden oder bis du entdeckt wirst.
kann bis zu zweimal gestackt werden. Jeder neue Stack setzt die Dauer zurück. Alle Stacks werden nach Ablauf der Dauer entfernt. Ja, ist in Ordnung. Verfügbare Attributspunkte. Also hier kann ich auch noch einen verteilen, oder was? Warte mal. Also da brauche ich 9 für die nächste Ebene. Was haben wir denn hier? Schaltet langsame Gesundheitsregeneration im Kampf frei. Ist vielleicht jetzt nicht so verkehrt, ne? Okay. Ja, komm, dann geben wir Konstitution ein. Zum Erlernen. So. Ist das gut. Dann ist das gut. So, und dann sollten wir Waffenlager angucken, ne? Ich habe hier gesehen, ne? Also hier im Menü, ne? Da gab es hier wie beim Witcher, habe ich das ja auch gehabt, dass ich mich da irgendwo anmelden konnte und dann habe ich Vorteile bekommen. Sprich, spezielle Rüstung oder sonst was. Und hier gab es eine Witcher-Jacke. So, ich weiß nur nicht, da muss man, glaube ich, studiert haben oder was. Ich weiß es nicht. Ich habe den komischen Code da gescannt, den QR-Code. Aber da passiert nichts. Ich soll mich irgendwo bei GOG. Will ich nicht. Bei GOG. Was ist GOG? Lager öffnen. Was haben wir denn hier? Bürobläser. Das habe ich im Lager. Ja, komm. Einfach mal. Gib alles her. Sturmgewehr. Das nehmen wir. Inventar. Itemherstellung. Was haben wir denn hier? Cyberware, was ist das? Miltech Paralink MK1. Erlaubt es dir beim Scannen Quick Hacks gegen Gegner und Geräte auszuführen. Datenextraktion, Ablenkungsmanöver, Remote Deaktivierung, Kamerasteuerung, Überlastung initialisieren, Remote Deaktivierung. Ups. So, Kopf. Haben wir nix. Oberkörper. Eine Konzernuniform.
Ist das gut? Kleiderschrank. Du kannst dein Aussehen verändern, indem du ein gespeichertes Outfit aktivierst. Dafür musst du zuerst ein Outfit im Kleiderschrank eines deiner Apartments erstellen. In deinem Inventar kannst du das gespeicherte Outfit dann aktivieren, wodurch das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung durch die holographische Projektion verändert wird. Die Werte der ausgerüsteten Kleidung sind davon unabhängig. Okay. Ja, dann. Wie speichere ich denn? Cyberware? Inhalator? Granate? Würdest du bitte nicht dieses gelbe Ding in der Hand halten? Geht doch, so besser. Karte, cool. Charakter, Journal, Cyberware, Inventar. Ist in Ordnung. So, was ist das denn hier? Rucksack. Komponenten. Gar nichts. Okay. Itemherstellung. Aha. Cyberware. Ja, da hab ich mal gar nichts. Außer dem hier. Was ist Journal? Splitter? Welt? Wolken, ach so. Die Dinger, die ich gefunden habe. Okay. Jo. Du kannst bis zu 6 Outfits in deinem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit im Abschnitt Outfits in deinem Inventar aktiviert und deaktiviert werden. Das Aktivieren eines gespeicherten Outfits verändert das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung sowie nicht ihre Werte, aber nicht ihre Werte. Sämtliche Kleidung, die du findest, erhält, herstellst, zerlegst, kaufst oder verkaufst, wird im Speicher deines Kleiderschranks hinterlegt. Okay. Warte mal. Nein. Ich wollte das gerade nehmen. Wieso kann ich die Sachen nicht nehmen, die da...
Alles liegen. So. Ja, toll, eine Basecap. Was bringt die mir jetzt genau? Alte Camouflage Schulterriemen. Second Conflict Bikerjacke. Nicht tragen, wenn du das Album nicht mindestens 15 Mal gehört hast. Aha. Aha. Okay. Für heiße Tage auf der Straße und in der Muskelbude. Aha. Alte N54 Sportshorts. Ja. Neues Leben, neue Hose. Kann ich die nicht mehr, also ablegen. Ja, ich bin kein ich bin kein kein Hut-Typ. Haben die Sachen nicht irgendwelche Werte? Fragezeichen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mal ins Spiegel gucken. Jo. Hat's wohl nicht. Ich hab die Konzernkacke an. Gut. Inventar. So. Outfit. Ah, war hat geklappt. So. Hat geklappt. Gut. Auch komisch, ne? Ein Spiegel, der erst aktiviert werden muss. So. Waffen. Haben wir da jetzt schon alles? Weiß ich nicht. Gucken wir nochmal. Lager öffnen. Ja, Lager. Habe ich alles rausgenommen, ne? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ne? Ich glaube, ich hätte einen Katana oder was gekriegt und dann hier so eine geile Witcher-Jacke. Aber ich check's nicht, wie es geht. Ich scanne den QR-Code und dann weiß ich nicht, wie ich es hier hinkriegen soll. Dann soll ich auswählen, auf welchem System ich spiele. Ja, auf PS5. So, und dann soll ich mich bei GOG oder Steam anmelden. Ich spiele auf PS5. Ich spiele nicht auf PC. Naja. Ist wie es ist. Vielleicht kriege ich jetzt noch raus. So. Leg dich hin, Kollege. Leg dich hin. Akt 1. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich.
Alter, ey, was ist das für eine grauenvolle Musik? Meine Fresse, du. Hey, wie? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Was ist das hier? Ach, da kann ich Sachen verticken. Wo habe ich das denn her? Habe ich ja doch. Katana. Oder nicht? Ah. Wieso habe ich die Sachen doppelt? Doppelt brauchen wir nicht, ne? Baumwoll Longsleeve. Wo ich den wohl her hab? Hatte ich auf jeden Fall gerade nicht gesehen. Ist ausgerüstet, das Item. Ach so, ist die Hose. Okay. Was ist das? Blood Browser. Stumpfe Waffe Mod. Aha. Junk. Hier haben wir aber nichts Doppeltes, ne? Okay. Was sind das für Punkte hier? Ein CPD! Aufmachen! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Wir wissen, dass Sie da drin sind! Checke deine E-Mails. Wie checke ich denn meine E-Mails? Wie checke ich meine E-Mails? Ist klar. Weißt du, ey, und ohne ich hau das scheiß Radio kaputt, wenn noch einmal dieser Drecksender drin ist, ne? Das ist ja Plack. Nee, nix. Wie geht das denn? Kann ich das irgendwie... Ja, ohne Witz hier, weil wenn ich aus dem Radio angeschrien werde, dann flippe ich aus. So, ich habe hier ein E-Mail-Symbol, ne? Wo macht man das? Hier? Ne. Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ja, sehr. Taking the roof, rocking the loop,
Mega Medikamentenlotterie. Ja, ja. Penis Nanocare. Ja, ja. Warnung, Sie wurden angegriffen. Ihr Computer wurde von 3 Demons attackiert. Ja. Autofixer. Fahrzeuge kaufen. Auf der Autofixer-Netpage findest du alle Fahrzeuge. Er hört dir dieses Brummen. Da habe ich jedes Mal, wenn hier irgendwas zum Vorlesen ist, da habe ich so ein Brummen, auf, macht mich doof. Auf der Autofixer-Netpage findest du alle Fahrzeuge, die derzeit zum Verkauf stehen. Du kannst die Netpage am Computer mit deinem Apartment oder an anderen Computern in Night City, die mit einem Autoverkaufssymbol markiert sind, aufrufen. Auf den Bildern der Fahrzeuge wird ein Symbol angezeigt, wenn es eine eingebaute Waffe hat. Für ein Maschinengewehr, für einen Raketenwerfer. Wenn deine Street Cred steigt, werden auch mehr Fahrzeuge auf Autofixer verfügbar. Was geht, mein lieber Chum und Kunde? Was ist Chum? Lass mich raten, du fährst immer noch dieselbe alte Kiste und kannst sie nicht mehr sehen, oder? Keine Sorge, El Capitan hat die Lösung für dich. Wirf einen Blick auf meine neue Netpage, Autofixer. Geiler Name, oder? Hier kann ich nicht lesen, weil da irgendeine Reflexion ist. Finde noch heute den Wagen deiner Träume. Einfach anklicken, bezahlen und bam, erledigt. Die Straßen von Night City gehören dir. Hast du Wünsche, El Capitan? Erfüllt sie dir. Ganz einfach, worauf wartest du noch? Auf zu Autofixer und dann kaufen, kaufen, kaufen. Alles klar, das sollte ich jetzt... Wieso ist das so ein rotes V-Symbol? Ist egal. Ist egal. Hallo, Hestland? Ich stehe hier immer noch. Darf ich mal fragen? Hallo? Wieso kann man euch denn... Aber ansprechen kann ich euch nicht. Waffe ziehen. Schön weiterlaufen. Du hast gar keine Waffe in der Hand. Langsam. Wer sind die beiden? Burrito XL. $12 für ein Burrito. Ah. Guck auf Karte. Scheißteil! 14 ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Was zum Dreck? Du meinst 14 pro Tag? Hey, yo, wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du? Wie gefällt dir mein neuer Bot? Hat mir gar ziemlich die Fresse poliert. Echt? Wär neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was meinst du? Los geht's. Füße bewegen und den Kopf auch.
einen heftigen Schlag drauf, Jen. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen? Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse? Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Ja, hier. Eiweiß. Ausdauerbooster. Ja, nee. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Du kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds, als Agent eben. Der Rest gehört dir. Verstehe. Du willst dich an meiner Arbeit bereichern, an meinem Leid. Hey, irgendwie muss man doch Geld verdienen, oder? Immerhin bin ich ehrlich zu dir. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Erinnert mich so ein bisschen. Okay, ein paar Infos. Hey, die Kämpfe, die du erwähnt hast. Wie? Ohne titanverstärkten Schädel wirst du ziemlich schnell Gedächtnisprobleme bekommen. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ihn... Glasklar. Gut. Nein. Ich glaube an dich. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Ja gut. Wieso sollte ich mich da hinsetzen? Kann ich machen, aber... Na, guckst du mich ganz verliebt an? Komm. Steig auf. So. Und jetzt wie ein Kätzchen. Bist du Wilson? Lass mal sehen. Dying Knight. Macht weniger Schaden. Hat weniger Reichweite. Euro-Dollar. Verstehe ich nicht. Die sind alle rot, außer die hier. Null. Null Euro-Dollar kostet die. Und die kostet 6.000. Aha, okay. Jetzt verstehe ich, warum die rot ist. Alles klar. Die kostet null. Ich weiß noch nicht, warum ich die benutzen sollte. Kategorie 1 ikonisch. Eine Powerpistole. Angriffstempo ist höher. Okay. Der Schaden ist aber geringer. Könnte man durch erhöhtes Angriffstempo ausgleichen. Ist okay. Nachladegeschwindigkeit ist ein bisschen geringer. Ist also Latte.
Effektive Reichweite ist aber fast um die Hälfte geringer. Das gefällt mir nicht. Ah, gut, ein Drittel. 30, 19. Na, so. Und Waffenhandhabung. Warum soll ich hier? Ja, ich meine, es ist umsonst, aber... Dank Wilsons Lexikons besteht die Hoffnung, dass du noch eine weitere Nacht in Night City überlebst. Erhöht den Schaden, während du dich bewegst, und garantiert Stromschläge bei schnellen Treffern. Aha. Ist so was, so ein Zusatzeffekt oder was? Egal. Nimm mal mit. Was haben wir denn noch? Was ist das hier? Mündungsbremse. Sturmgewehre, Mündungsbremse. Langes Zielfernrohr. Was ist das? Ricochet. Powerwaffenmod. Upgraden von ikonischen Waffen. Du hast soeben eine ikonische Waffe erhalten. Ikonische Waffen haben einzigartige Fähigkeiten, können dafür aber nicht mit Waffenmods verbessert werden. Mit den erforderlichen Komponenten kannst du ikonische Waffen auf eine höhere Kategorie upgraden, was ihre Kampfkraft deutlich erhöht. Dies kannst du im Tab Upgrades im Menü Herstellung tun. Du kannst ikonische Waffen überall in Night City finden. Manchmal erhältst du welche von einem Freund oder erbeutest sie von Gegnern. Gelegentlich findest du sie auch einfach auf dem Boden oder kannst sie bei Verkäufern kaufen. Manche kannst du auch selbst herstellen. Vielen Dank. Mission abgeschlossen, die Waffe. Okay. Und was ist das für ein grünes Symbol da? Ach so, das ist er hier. Der Messermann. Okay. Ja. Ja, drückt gerade weg. Okili dokili. So, was haben wir? Itemherstellung. Ist alles rot. Alles rot. Ikonische Waffe. Okay. Itemvorschau. Nix. Was ist das? Nebenmission. Da ist auch. Boah, die Karte sieht aber ein bisschen grauenvoll aus, ne? Puh. Nur ich kann hier überhaupt nichts drauf erkennen. Ist ein roter Klumpatsch. Na gut. Wieso ist das rot?
Mixed. Schaltplatte. Geld. Hier liegen einfach mal 557 Euro Dollar rum. Ja, da hat sich der kleine Abstecher gelohnt. Wir sind kurz vor Folgenende, deswegen mache ich hier lieber noch mal ein bisschen Sightseeing, bevor ich da gleich in so eine Cutscene reinrenne, weißt du? Ich sehe. Wie packst du die wieder weg, Junge? Okay. Auch schön, aber... Meine F... Das, das tut mir schrecklich leid. So geht's. Ja. Haben wir aus Versehen mal hier ein bisschen mit Granaten umge... Aber anscheinend hat das keine... größeren Probleme verursacht. Cops sind auf jeden Fall nicht auf dem Weg. Gut. Männers und Frauen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mir ja erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ne, das ist, ich glaube, recht kompliziert alles hier. Ne, deswegen. Muss man halt so ein bisschen, ja, Trial and Error machen. Ich wünsche euch was. Bye, bye.